Doris Tea Time. Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Auf ein Tässchen Tee mit Julia Wolf von Unobu. Wer ist Unobu? Was ist Unobu und was habt ihr eigentlich von Unobu? Das wollen wir heute bei einem Doris Tea Time Special klären, nämlich ganz kurz und knackig. Und wer noch mehr Informationen haben möchte, der guckt sich unseren ausführlicheren Podcast an, wo auch Michael Wolf mit bei ist. Aber heute Morgen heißt es auf ein Tässchen Tee mit Julia Wolf. Und hi Julia, schön, dass das mit uns beiden geklappt hat. Ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Und dass es jetzt auch mit dem Ton hoffentlich besser wird. Schauen wir mal. Julia, erste Frage an dich direkt. Wer ist denn eigentlich Unobu? Unobu sind wir, also mein Vater Michael Wolf, sein Team und ich. Der Versicherungskontor Wolf und Hasel. Und genau, neben uns stecken dahinter noch eine gesetzliche Krankenkasse, die IKK, die Innovationskasse, deren Mitglieder die Gruppe bilden, die wir hier absichern, und die Biometric Underwriting GmbH, die als Assekurateur quasi das Produkt anbietet, indem wir die Gruppe versichern und die Risiken zeichnet und auch die Beitragszahlungen übernimmt. Genau, und wir übernehmen den Vertrieb von diesem Kombiprodukt. Heißt, ein Husumer Unternehmen möchte ganz Deutschland damit versorgen. Genau, so sieht's aus. Julia, zweite Frage. Was ist denn überhaupt Unobu? Unobu ist ein Serviceangebot der Versicherungskontor Wolf und Hase GmbH, wo wir das Ziel haben, das Einkommen aller Deutschen abzusichern oder alle in Deutschland berufstätigen Personen. Genau. Und als erstes Produkt haben wir da eine Berufsunfähigkeitsversicherung ohne Gesundheitsfragen, was etwas sehr Besonderes ist, und wollen so halt das Einkommen der berufstätigen Deutschen absichern oder können das. Warum ist das denn so besonders, eine Berufsunfähigkeitsversicherung ohne Gesundheitsfragen? Ist normalerweise so, dass da Fragen gestellt werden und dadurch fallen auch Menschen schon raus, ne? Dass die gar keine BU, wie es heißt, abschließen können. Bei euch ist das anders? Genau, also vor allem die Gesundheitsfragen führen oft dazu, dass einige Menschen gar keine Möglichkeit für eine Absicherung haben. So zum Beispiel 25% der Deutschen haben irgendwelche Vorerkrankungen oder chronische Krankheiten, die es denen schlicht unmöglich machen, durch eine Berufsunfähigkeitsversicherung ihr Einkommen abzusichern. Und wir wollen es halt bewusst jeder Person anbieten können. Wer sich dafür interessiert, warum gerade Unobu das kann, der guckt sich einfach den Podcast mit Julia und Michael Wolf an. Da haben wir das ausführlicher nochmal geschildert. Und wir wollen jetzt erfahren, warum überhaupt Unobu? Ja, vielleicht kann man das von zwei Perspektiven betrachten. Also warum wir das anbieten und warum sich Leute dafür entscheiden sollten. Also warum bieten wir das eigentlich überhaupt an? Das beruht eigentlich darauf, dass das Team von meinem Vater und er halt schon seit Jahren biometrische Versicherungen vertreiben. Also sowohl in Gruppen als auch für Einzelpersonen. Also darunter fällt zum Beispiel auch die Berufsunfähigkeitsversicherung. Und da ist ihnen aufgefallen, dass besonders Gruppenprodukte halt große Vorteile bieten und so fast jeder Person einen Zugang zu diesem Produkt geben. Und Einzelprodukte, also die Standardprodukte für Einzelpersonen, haben halt oft die Problematik, dass sie zu komplizierte Gesundheitsfragen haben oder zu teuer sind oder eine zu geringe Absicherungshöhe. Und genau, hier haben wir es dann quasi geschafft, diese Vorteile miteinander zu kombinieren, beziehungsweise die auch Einzelpersonen zugänglich zu machen. Warum brauchen Menschen denn eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Weil jeder Vierte das Risiko hat, berufsunfähig zu werden, einmal in seinem Leben, es muss gar nicht dauerhaft sein, und so die Existenz bedroht ist. Also was man sich aufgebaut hat, seinen Lebensstil und so weiter. Sollte das eintreten, hat man eine Absicherung, eben eine finanzielle. Genau, und gleichzeitig hat man halt auch so die Gewissheit, dass man quasi ja frei ist. Also man muss sich eigentlich gar keine Sorgen machen, wenn man vernünftig abgesichert ist, was wäre in dem Fall, wenn ich krank werde, und könnte sich so halt auch auf seine Genesung konzentrieren. Mir fällt noch ein drittes Warum Unobu ein, nämlich warum heißt es denn überhaupt Unobu?
Ja, genau. Die Frage bekommen wir häufiger. Das BU, also das UNO-BU, das BU. Kann man sich mittlerweile herleiten. Genau, das kommt von der BU, also Berufsunfähigkeitsversicherung. Und das UNO, ja, das kann man sich eigentlich selbst überlegen. Also es steht für Einzigartigkeit, für Individualität. Also es ist ein Kunstwort und soll genau das hervorrufen. Zu sich zu fragen, was es denn bedeutet und sich den Namen zu merken. Sehr schön, hat funktioniert. Sehr gut. Nächste Frage. Was kostet denn überhaupt UNO-BU? Also ich könnte einmal einen Vergleich zu einem durchschnittlichen Standardprodukt ziehen. Für eine kaufmännisch tätige Person ist es zum Beispiel so, wenn man 1.500 Euro BU-Rente absichern möchte, also dass man 1.500 Euro bekommt, wenn man berufsunfähig wird im Monat, dann kostet ein Standardprodukt ungefähr so 60 Euro für eine 30-jährige Person. Und bei uns würde das 30 Euro kosten. Genau. Und für eine körperlich tätige Person, also beispielsweise jetzt ein Dachdecker, der in einem Standardprodukt ziemlich viel bezahlt. Weil das Risiko einfach höher ist, dass er berufsunfähig werden kann. Genau, okay. Weil es einfach ein Beruf ist mit einem großen Risiko. Der würde für 1.500 Euro BU-Rente im Standardprodukt durchschnittlich 200 Euro im Monat bezahlen, was ja sehr viel ist. Ja. Und bei uns würde er 60 Euro bezahlen, durchschnittlich. Das ist nicht mal ein Drittel. Genau, so sieht's aus. Und so ermöglichen wir halt jeder Person, sich das auch leisten zu können. Nicht nur Leuten, die eine Vorerkrankung haben, durch die fehlenden Gesundheitsfragen den Zugang zu bekommen, sondern auch, dass man sich das leisten kann. Genau. Viele werden jetzt natürlich sagen, das kann ja gar nicht angehen. Und auch diese Frage klären wir in unserem ausführlicheren Podcast mit Michael Wolf und Julia Wolf. Genau so sieht's aus, aber wir können auch darüber hinaus, dass wir kleine Beiträge haben, auch noch ein Cashback-System anbieten. So können wir vielen Menschen auch sogar einen kostenlosen Versicherungsschutz anbieten und ich denke, das ist auch sehr attraktiv. Cashback hat mich letztendlich damals überzeugt. Was ist denn überhaupt Cashback? Also man bekommt Geld zurück. Für genau. Was? Genau, also dadurch, dass wir ja mit der IKK, die Innovationskasse, zusammenarbeiten und wie wahrscheinlich jeder kennt, haben gesetzliche Krankenkassen so ein Bonusprogramm, haben wir hier die Möglichkeit im Bonusprogramm der IKK, die Innovationskasse, halt unsere Beiträge für die Berufsunfähigkeitsversicherung oder Pflegeversicherung zurückzubekommen. Dafür muss man einfach beim nächsten Arztbesuch sich einen Stempel holen, das einreichen. Und dann bekommt man bis zu 500 Euro für seine BU-Beiträge wieder. Praktisch. Mhm, sehr praktisch. Und so kann man das Geld, was man für die Absicherung ausgibt, dann am Ende ja wieder zurückerhalten und damit was Schöneres machen. Dann fasst doch nochmal zusammen. Was habe ich von UNO-BU? Oder der Zuschauer oder der Hörer, was hat er von UNO-BU? Ja, eine gute Absicherung mit Vorteilen aus einem Gruppenprodukt. Aber trotzdem als Einzelperson, also als Einzelvertrag, mit kleinen Beiträgen, ohne Gesundheitsfragen, Absicherung bis 75% des Bruttoeinkommens, bis 4 Millionen Euro im Jahr, also hat man dann kleinen Spielraum. Ja. Und das alles auch noch online, ganz unkompliziert. Oder auch mit unserer persönlichen Beratung, wenn es das lieber ist. Ja. Dann geh da doch mal bitte abschließend drauf ein. Wie kann man das online abschließen? Wie läuft das ab? Da musst du einfach auf unsere Website gehen, auf den Button auf der Website klicken, der jetzt berechnen heißt. Und dann kann man ganz unkompliziert dort seine Daten angeben. Das Einzige, was man braucht, ist die Krankenkassenkarte der bisherigen Krankenkasse. Ich wollte gerade sagen, wenn man eben noch nicht bei IKK, die Innovationskasse, versichert ist, was dann? Kann man das auch ganz einfach online ändern? Genau, das gehört quasi mit zu unserem Online-Prozess dazu. Man beantragt gleichzeitig die IKK-Mitgliedschaft und die BU. Wenn man halt schon Mitglied bei der IKK, die Innovationskasse ist, dann halt nur die BU. Dann geht es noch schneller, in maximal 10 Minuten, wenn man beides haben möchte. Und ich kann aus Eigenerfahrung sagen, dass einem da auch sehr viel Arbeit abgenommen wird, was den Krankenkassenwechsel angeht. Ich musste eigentlich nichts machen. Ja, sehr schön. Genau. Ja, so, eigentlich musst du nichts machen. So soll es sein. Ja, genau. So, das war Tores Tea Time in Kürze. Ich glaube, der Tee ist immer noch nicht
trinkbar, weil er noch so heiß ist. So schnell ging das, aber das war auch Ziel der Sache. Wir wollten euch kurz mal erklären, was Unobo ist und was es kann und was ihr davon habt. Wenn ihr weitere Informationen haben wollt, guckt euch einfach den nächsten Podcast mit Julia und Michael zusammen an. Da erklären wir das alles ein bisschen ausführlicher. Und das letzte Wort gehört dir, Julia. Ja, vielen Dank. Und ja, jedes Mal eine Freude, mit dir hier zu schnacken bei einer Tasse Tee. Ja, herrlich. Und wenn ihr noch weitere Infos zusätzlich zu dem anderen Podcast haben wollt, dann besucht doch gerne mal unsere Website oder Social-Media-Kanäle. Wir haben neuerdings auch einen Blog, da findet ihr dann ganz ausführlich alle Infos. Und wir freuen uns dann, von euch zu hören. Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tourist Tea Time Special mit Julia Wolf.